begrüße euch ganz herzlich zu einem Engel-Orakel für die Woche vom 11. bis 17. November 2013. Ich möchte mich natürlich am Anfang ganz herzlich für die tollen, tollen Reaktionen von euch bedanken, für die vielen Besserungswünsche, für die Liebe, die ihr geschickt habt, für das Licht, für die Heilung und so weiter. Also herzlichen, herzlichen Dank dafür. Ich habe die Welle der Sympathie ist bei mir angekommen und hat mir auch sehr gut getan und ich bin auch schon, fühle mich heute schon wieder sehr, sehr gut. Hatte halt ein Wochenende, was es einfach in sich hatte. Das ist halt schon mal so, war ein bisschen überrascht davon, dass es mich quasi ein bisschen umgehauen hat. Also ich habe wirklich anderthalb Tage eigentlich wirklich flach gelegen und ja, war aber vielleicht auch ganz gut. Ich habe mich aufgetankt und ich weiß nicht, ob da noch andere Prozesse im Gange waren. Also ein paar Dinge waren zu spüren, so am Kopf und so weiter. Vielleicht ist da einfach auch ein bisschen was gemacht worden bei mir. Ist gut möglich. Ich mache mir gar nicht so viel Gedanken darum. Mir geht's gut. Ich habe das Gefühl, wenn ich rausschaue in die wunderschöne Herbstlandschaft, dann sind die Farben jetzt noch intensiver, als es vorher war. Entweder liegt es im Moment einfach generell am Licht oder ich sehe es intensiver, könnte auch sein. Also ein paar Dinge sind passiert, denke ich, und aber alles positiv und okay. Tut mir leid, dass ich das Reading nicht vorher machen konnte und ich sah mich jetzt auch nicht in der Lage, ein großes Reading zu machen. Also quasi wie ein Portal-Reading, weil wir heute den 11.11. haben. Und habe deshalb einen kleinen Kompromiss gemacht und habe mir gedacht, ich werde einfach ein Wochenorakel machen, wie immer, und dazu dann nochmal ein paar Schwingungen mit aufnehmen, was uns in dieser Woche erwartet. Geht dann vielleicht nicht so in die Tiefe wie ein Portal-Orakel, aber das war mir jetzt einfach ein bisschen too much, weil jetzt einfach einiges liegen geblieben ist und ich mich um dringende Dinge kümmern muss. Denn, und das möchte ich jetzt auch verkünden, ich hatte schon in der letzten Woche mir Gedanken gemacht, dass ich gerne ein weiteres Zwillingsflammen-Video machen möchte in meiner großen Serie. Ich habe ja länger keins gemacht. Hat auch damit zu tun, dass einfach ich auch schaue, welche neuen Erkenntnisse so kommen. Und ich wollte schon vor ein paar Monaten eigentlich ein Video machen zum Thema Karma bei Seelengefährten und Zwillingsflammen. Ist ja für beide gleich relevant. Also das eine schließt das andere nicht aus. Vor allem Karma-Auflösung. Und ich bin eigentlich froh, dass ich es damals nicht gemacht habe, weil jetzt käme das spannendere Update dazu. Ich habe eigentlich im Kopf, was ich dazu zu sagen habe. Und da gibt es ein paar sehr interessante Informationen zu. Und witzigerweise bekam ich, bevor ich jetzt hier diese Karten heute legen konnte eine sehr interessante Botschaft von meinen Meistern. Ich zeige die mal eben, die war für mich persönlich. Das kam alles so mit sehr viel Intensität. Fang an, also geh jetzt, heißt fang an, schieb's nicht auf. Vergangene Leben, Frieden, also Karma-Auflösung. Kam dazu, na, ich lege es jetzt mal hier hin. Schreibe Zwillingsflamme. Also das ist genau der Punkt für mich, dass sie mir klar sagen, fang jetzt an, das Skript zu schreiben für dein nächstes Video, wo es um vergangene Leben geht, ums Thema Zwillingsflamme, Seelengefährten und Karma-Auflösung. Und das kam so klar heute Morgen, dass ich jetzt einfach gucken muss, dass ich zwischendurch wirklich die Zeit finde, daran zu arbeiten, weil ich das natürlich für euch auch elaboriert wiedergeben möchte, so wie ich es eben kondensiert auch wiedergeben kann. Weil es sind eine Menge Gedanken in mir und ich muss das immer vorher ordnen. Ich kann das nicht immer nur einfach so runterspulen. Manchmal schon und oft ist das so, aber das will ich wirklich ein bisschen klar gezogen haben vorher. Also hiermit kündige ich das an, dass das kommen wird. Ich frage mich nicht wann, weil es ist einfach, das möchte ich auch nochmal sagen, im Moment so, dass ich für viele Dinge nicht mehr so viel Zeit habe und auch immer schauen muss, dass ich mich selbst auftanke zwischendurch. Ich brauche mein Wochenende wirklich, um mich selber auch zu kümmern und einfach auch nicht zu viele Fragen zu beantworten, weil einfach, das mache ich zwar gerne, aber zwischendurch muss ich auch wirklich mal ein paar Stunden haben oder einen ganzen Tag, wo ich mich um gar nichts anderes kümmere, als um mich selber oder mein Umfeld auch natürlich. Ja. Also insofern ist das immer so eine Sache, wann ich die Zeit finde, das zu tun, aber das ist in mir drin, ich will das unbedingt machen, weil ich es sehr wichtig finde und ihr könnt euch also freuen, dass da nochmal eine wichtige Botschaft kommen wird. Wie gesagt, kein Reading in dem Fall, sondern ein Zwillingsflammen-Video aus der Zwillingsflammen-Special-Serie. Da wird es eine Fortsetzung geben. Ja, und schauen wir doch gleich in diese Woche. Was bringt uns jetzt die Woche? Was ist die Botschaft der Göttinnen und der Meister? Und mit welchen Energien und zugrunde liegenden Themen haben wir zu tun in der Woche? Die erste Karte ist sehr interessant, kann ich nur bestätigen. Also offenbar sind die Energien, die uns im Moment umgeben, reinigend. Sie helfen uns zu reinigen von innen und von außen.
Oder was auch helfen kann, vielleicht mit den Energien jetzt gut umzugehen, ist, ich habe auch das Gefühl am Wochenende gehabt, dass da ganz viel freigesetzt wurde. Ja, also ich habe dann auch ein Salzbad genommen gestern Abend, um einfach mich zu reinigen im Außen. Und natürlich ist das Trinken von Wasser sehr wichtig. Das war auch ein Problem, was ich am Wochenende hatte. Ich hatte einfach auch wenig getrunken. Das ist ein Problem. Ich habe da einfach einen blinden Fleck und vergesse ganz oft zu trinken. Und dann habe ich schnell eine Bescherung. Und es ist also Zeit für eine reinigende Entgiftung deines Körpers und Geistes. Also trinkt viel Tee. Es gibt ja auch Detox-Tees. Reinigt euch gut mit Salz. Vielleicht habt ihr Lust, in die Sauna zu gehen. Da sind ja auch oft Salzbäder draußen oder drin, so Schwimmbäder. Also tut euch da was Gutes. Fastenkur vielleicht für denjenigen, den es anspricht und der es einrichten kann im Moment. Scheint eine gute Maßnahme zu sein, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier wirklich gerade Dinge auch aus den Zellen vielleicht auch wirklich physische Stoffe ausgeschwemmt werden müssen, dass das sehr gut ist. Ja, was uns auch in dieser Woche nochmal erwartet, ist das Thema wahre Liebe. Die romantischen Regungen deines Herzens haben das Universum dazu bewogen, dir große Liebe zu bringen. Hier scheint auch was zu passieren in dieser Woche. Also vielleicht sind da auch Reinigungsprozesse am Werk, bei denen ihr spürt, dass Dinge sich vielleicht nach vorne bewegen, dass Dinge sich klären, die lange Zeit ungeklärt waren oder in der Schwebe oder einfach festgesessen haben. Und dass jetzt einfach so ein wohltuender Reinigungsprozess geschieht. Und das könnte auch euer Heim mit einbeziehen. Entweder ist das eine Andeutung für den einen oder anderen, das Heim auch nochmal energetisch zu reinigen. Oder eben, ignoriert mal bitte das Telefon, wie gerade gesagt. Das kann sowohl bedeuten, dass auch die Reinigung, energetische Reinigung eures Heims wichtig ist. Dass es wichtig ist, aufzuräumen, zu renovieren, umzuräumen. Vielleicht alte Akten mal zu entsorgen. Vielleicht sich auch nach einem neuen Heim umzuschauen, wenn man spürt, irgendwie ist es nicht mehr der Ort, an dem ich sein will, sondern wirklich vorauszuschauen, zu schauen, an welchem Ort möchte ich eigentlich leben, wie soll das Haus oder die Gegend sein, in der ich lebe, wonach sehnt ihr euch, was wünscht ihr euch? Also diese Themen scheinen irgendwie vielleicht durch diese Energien in dieser Woche nochmal sehr stark angeregt zu werden und auch das Thema Gesundheit und Heilung, also eure eigene Gesundheit, die Gesundheit eurer nahestehenden Menschen, aber auch vielleicht bei dem einen oder anderen, wo es mit der Lebensaufgabe zu tun hat, Gesundheit und Heilung zu geben. Anderen Menschen kann das hier einfach eine Anregung sein, auch zu schauen, wie kann das Ganze in Bewegung kommen, wie kann ich meiner Lebensaufgabe näher kommen oder diese ausbauen, wenn ich diese schon lebe. Also scheint irgendwie diese Woche einiges in Bewegung zu kommen und vielleicht spielt auch dieses Heim da eine Rolle, weil es vielleicht eine Verbindung schafft von verschiedenen Möglichkeiten. Ja, also, dass man ja dieses Thema, also vielleicht sich auch ein Haus, eine Bleibe sucht, wo man eben die Lebensaufgabe noch besser leben kann, wo mehr Räume sind, um das Ganze zu leben und zu handeln. Oder wo einfach ein gesünderes Umfeld ist, auch das kann sein. Also für diejenigen, wo das Thema Gesundheit und Heilung nicht zur Lebensaufgabe gehört, kann es auch sein, dass ihr in ein gesünderes Umfeld ziehen solltet oder euch mehr sorgen solltet, dass ihr euch wirklich wohlfühlt, im gesunden Umfeld lebt, innen wie außen in eurem Heim, ja, also auch von eurem Umfeld her und auch von der Natur, die um euch herum ist, ja. Also sieht so aus, als wenn wir hier in verschiedenen Bereichen die Dinge in Bewegung kommen und sich etwas tut. Das ist in jedem Fall prima und die Energien, die dem zugrunde liegen, bewirken oder fördern das auch, indem eine Brücke gespannt wird zwischen Herz und Kehle quasi. Und zwar bedeutet das, heile den Kehlkopf und deine Herzchakren, oder dein Herzchakra, teile von deinem Herzen aus, also das heißt auch sprich von deinem Herzen aus, also speak your truth, sprich deine Wahrheit, sprich aus, was dein Herz sich wünscht. Sag jemand anderem, was du dir wünschst, was du dir von Herzen wünschst. Und vergangene Traumata werden als positive Lektionen gesehen für die Gegenwart. Also sage, was du fühlst. Also es kann sein, dass sich bei einigen jetzt einfach ein paar Themen auflösen und man in der Lage ist, wirklich das auszusprechen, was das Herz sich wünscht. Ja, vielleicht hat das mit diesen Themen in irgendeiner Form zu tun. Schaut einfach, wie das mit euch persönlich in Resonanz geht und was davon vielleicht. Also es geht darum, zu sehen, dass Verletzungen aus der Vergangenheit sich jetzt lösen konnten und dass wir sehen, dass sie uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind und dass unser Kehlchakra und Herzchakra jetzt heilen kann. Also es ist natürlich auch eine Karte, die Heilung anzeigt im Bereich Liebe. Also es ist durchaus passend, aber es wird auch was in Bewegung kommen. Ich glaube, wenn Herz und Kehlchakra sich verbinden,
und die Wahrheit gesprochen werden kann, dann kommen ja auch Dinge in Bewegung. Ja, dann Beobachtung, sehr naturbezogene Karte, Veränderungen, Zyklen, Wachstum, in neues Territorium hervorstoßen. Ja, das finde ich immer ganz interessant bei dieser Karte. Ist jetzt für euch schwer hier nachzulesen, weil die Karte einfach sehr reflektiert. Neues Territorium ist für mich eine Bezeichnung, ich sage das selber sehr gern, wenn ich mich irgendwo bewege mit meinen Füßen auf dem Boden oder das Gefühl habe, ich muss zu einem bestimmten Ort gehen. Das ist für mich eine territoriale Aktivierung manchmal. Also ich sage immer das Wort territorial. Und das hat für mich nur damit zu tun, dass es eben mit der Erde verbunden ist, dass es wirklich von der Erde kommt. Also es ist möglich, dass ihr euch in ein neues Gebiet begebt, in verschiedener Hinsicht. Kann auch geistig sein, aber es kann auch ganz, ganz banal irdisch gemeint sein. Also ein neues Gelände, auf das ihr vorstoßt. Ja? Und zwar geht ihr raus aus eurer Komfortzone. Ihr werdet neugeboren. Bildet neue Verbindungen, habt neue Wahrnehmungen und die Karte sagt auch, was siehst du jetzt, was in deinem Leben gerade passiert? Und ja, hier geht es tatsächlich so ein bisschen darum, aus der alten Komfortzone zu gehen, sich in das neue Gebiet hervorzuwagen. Die Zyklen bringen uns da jetzt auch hin und das kann sich anfühlen wie eine Neugeburt, wie etwas, was sich verändert. Und es passiert jetzt einfach was in eurem Leben und das könnte sich in diesen Bereichen eben andeuten, wie gesagt. Ja, und es ist eine wichtige Zeit, wo ihr nicht vergessen solltet, regelmäßig aufzutanken. Es gibt in dieser Woche energetische Power, ja, also ihr kriegt eine zusätzliche Power, Energiepower, könnt euch auftanken, wie auf einer Power-Tankstelle, eine Verjüngung kann stattfinden. Mit Kristallen könnt ihr eure Energie wieder aufladen, Liebe und auch Lichtblitze, hereinkommende Lichtcodes aus dem Universum helfen euch, auf die nächste Stufe zu gelangen. Und auch Lehrer helfen euch dabei oder irgendetwas hat hier mit Lehrern auch zu tun. Ja, also es ist tatsächlich so, dass jetzt Kräfte gesammelt werden können und freigelassen werden können, die vielleicht bisher gebunden waren. Dass sich vielleicht jetzt ein paar Themen konkreter zeigen, wo man seine Energie hineinpacken kann und ausrichten kann, um das Ganze zu verwirklichen. Und da ist sicherlich sehr, sehr wichtig, dass eben hier die Verbindung zwischen Herz und Kehle und Sprache quasi stattfindet. Also lasst es raus, das, was raus soll. Und ja, das sind die Botschaften für diese Woche. Also ein gewisses Spektrum an Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wie ihr das erleben werdet. Und ja, wünsche euch allen auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle, ereignisreiche, im positiven Sinne Woche mit ganz viel Kraft und Reinigung, damit ihr einfach euch sehr, sehr gut fühlt dabei. Und das wünsche ich mir gerade selber auch, dass da die letzten Reste einer Schwäche noch jetzt gehen dürfen. Und ich sag bis bald, freue mich auf eure Rückmeldungen per Kommentar und E-Mail und sag bis bald, Licht und Liebe aus meinem Herzen für euch alle. Tschüss.